Herzlich willkommen zu diesem Wochengruß 2320, wo ich absichtlich unbewusst die Kamera so eingestellt habe, dass man hiervon genau noch das Herz und den Smiley sieht. Ja, wir sind die ganze Woche ja schon so ein bisschen in so einer albernen Stimmung. Ich glaube, das du, war... Du. Na toll. Also es war wirklich ein Fest von ressourcevollen Slide-of-Mouth-Pattern, das sich auf eine humorvolle, aber wertschätzende Art und Weise kunstvoll fertig machens, die wir irgendwie hier parallel im Coach-Block hatten. Das war die Info, die ich jetzt nachtragen wollte. Wir hatten Coach eine Woche Coach-Block. Es war der dritte Block vom 2023er Coach. Ja. Mit den Themen Spiral Dynamic. Genau. Und Heldenreise. Und da die Themen ja so trocken und langweilig Was? Und... Weiche von mir, Satan. Ich wollte jetzt einfach dieses Provokative ein bisschen fortführen. Was da darfst du aber nicht so lieb gucken dann. Schon besser. Okay, also die sind trocken und langweilig und... Nee, es hat wirklich Spaß gemacht. Also gerade so diese Kombination, die ja auch auf eine fantastische Art und Weise zusammenpasst, so diese männliche und weibliche Seite aus der Heldenreise. Männliche und weibliche Seite? Ja. Zum Thema Spiral Dynamics gibt es jetzt ja, weil in den Wochengruß werden ja auch die aktuellen Sachen der Woche erzählt, einen zweiteiligen Podcast von mir. Mhm. Wo jetzt diese Woche Dienstag der dritte von zwei Teilen erschien, weil der erste von beiden Teilen ist ein Doppelteil. Mhm. Genau. Und für, über Storycode gibt es ja ein E-Book, vielleicht verlinke ich das sogar unter dem Video. Und für die Community, und ich wende mich ja, oder wir wenden uns mit diesem Video vor allem an die Community, gibt es ja auf Edumanto inzwischen einen fortlaufenden Storycode-Kurs, wo wir Filme analysieren. Und den ersten, den wir analysiert haben, war Tarzan. Mhm. Das war am Montag jetzt auch, ne? Ja, das war Montag, genau. Hatten wir Montag Tarzan analysiert und in zwei Monaten, kommt alle zwei Monate ein Film, werden wir Collateral mit Jamie Foxx und Tom Cruise uns begucken. Ja. Genau. Caro hatte diesen Donnerstag Webinar über Psychografie als Masterplan für persönliche Entwicklung. Das Video steht noch auf der Seite www.webinar.tv, Ralf Stumpf. Also irgendwie das, die gleichen Worte anders sortiert. Und diesen Donnerstag bin ich mit von dir gerade schon erwähnt, Slate of Mouth. Slate of. Irgendwie haben wir es mit den Filmen, die. Kennst du das von Loriot mit Wuth Battle Force? Nee. Slate of Mouth und die Freiheit des Wortes. So nach dem Motto, was hilft dir, wenn du alles über alles reden darfst, aber nicht kannst. Mhm. Und das mache ich da, genau. Ja. Hast du eigentlich hier schon mal für dein Flirt-Seminar Werbung gemacht? Minimal, marginal. Okay. Ja. Ich verrate mal was ich eigentlich nicht verraten darf. Es haben sich 20 Frauen und ein Mann bisher angemeldet. So also gefühlt, solltest ja. du ein Mann sein oder eine Frau, die auf Frauen steht, würde ich mich da anmelden. Ja, also es ist wirklich erstaunlich und ich habe da auch noch nicht so eine richtige Erklärung. Ich finde es spooky, ja? Merkwürdig. Also ich hätte es auch genau andersrum erwartet, aber ich habe jetzt wirklich 80% der Anmeldungen sind bisher Frauen. Und ja, wird mich natürlich, also ich kann halt auch mit einer Gruppe von Frauen arbeiten, das ist jetzt nicht der Hit. Aber vielleicht melden die sich alle an, weil sie dich wollen. Ja, vielleicht ist es aber auch so, dass die Männer ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich einzugestehen, dass es doch nicht so einfach ist mit dem Flirten, wie sie dachten. Weil, das hatten wir ja auch in diesem Blog in der Heldenreise, wenn ein Mann eine Frau anspricht und sie gibt ihm einen Korb, ist das natürlich in Worten von Jordan Peterson quasi, dass die Natur ihn abgelehnt hat und das war es jetzt mit dem Weitergeben der Gene. Ja. Das heißt, du bist tot. Ja. Ne? Aber und dann kommst du sagst und Resurrection, Auferstehung, Wiederauferstehung, zweite Chance. Na, ich glaube, das ist halt eher so vielleicht so der Wunsch,
das möge so weitergehen mit dem Flirten, wie das so bisher ging. Und aber es ging doch nicht, sonst müssen sie doch kommen. Naja, das weiß ich ja nicht. Also man kann ja auch keinen zwingen. Also wenn die alle schon flirten können, dann brauchen sie mich ja vielleicht gar nicht. Gibst du noch mal ein Webinar darüber? Was ist denn dein nächstes Thema in der Masterreihe? Mein nächstes Thema ist Metamirror, was auch am Rande ein bisschen was damit zu tun hat. Das ist ja ein schönes Konfliktlöse-Programm. Wobei natürlich der Metamirror gerade in Beziehungen, wenn ich halt Schwierigkeiten in Beziehungen aufzubauen habe. Du meinst, wenn das einzige Problem einer Beziehung die andere Person ist? Nee, wenn das einzige Problem eine Beziehung aufzubauen ist, vielleicht irgendwelcher Scheiß ist, der in der Vergangenheit passiert ist, wo man den anderen gar nicht mehr griffbereit hat, da wäre der Metamirror schon eine coole Ressource. Vielleicht du willst es auch wieder so ein bisschen auf Flirting Beak. Nee, nicht Flirting Beak, das gehört damit dazu. Ach so, gut, schön. Der Newsletter am Samstag geht über Ankern. Ich rede jetzt nicht vom Stuxdale. Oh, das war so ein... Wir können es eh nicht wiedergeben. Also die dabei waren, die das Video jetzt gucken, kann ich nur sagen, Stuxdale. Und alle anderen werden nie verstehen, warum wir an der Stelle lachen. Mhm. Aber das war für mich wirklich zu merken, Anker funktionieren echt, echt, wirklich echt. Mhm. Ich glaube, jetzt müssen wir es aber ein bisschen aufdenken. Nein, weil sonst muss ich bei YouTube anklicken. Da ist immer diese Frage, ist das Video jugendfrei? Das stimmt. Und wenn wir das aufdecken, ist das Video nicht mehr jugendfrei. Mhm. Und dann kostet es Geld und dann wird es alles sehr umständlich. Dann weiß ich nicht, welche Werbung da geschaltet wird von YouTube. Das wird dann sehr... Das heißt, wir müssten das irgendwie nonverbal zeigen? Nein, bitte nicht. Okay. Ich will es mir noch nicht mehr vorstellen. Hundewelpen. Okay. Aber ich glaube, die Zuhörer haben schon genügend Bilder im Kopf, Hundewelpen, damit sie wissen, um welchen Stuck State. Hundewelpen und ein Eichhörnchen. Hundewelpen. Gut, genau. Eichhörnchen war der zweite Anker. Aber das sind alles interne Sachen. Da kann ich nur sagen, ich meine, es waren jetzt bei diesem Coach-Blog, eigentlich ist der Coach Hälfte Zoom, Hälfte Jablonski-Straße. Jetzt war es so, dass mehrere von Zoom für diesen einen Block in die Jablonski-Straße kamen und die meisten würden gerne wiederkommen. Zoom entleert sich zugunsten der Jablonski-Straße. Ich habe ja nach diesen drei Corona-Jahren mit Freude und bewusst diese Möglichkeit geschaffen, dass man auf Zoom die Trainings machen kann. Und ich merke auch, dass zum Beispiel hier, wenn Leute da mal ein bisschen kränkelig sind oder das nicht so gut passt oder zeitlich schwierig ist, sind sie doch auf Zoom. Aber letztendlich alle, die von Zoom hierher wechseln, erleben halt trotzdem etwas. Und gerade diese Sachen, über die wir jetzt hier nicht reden, das sind Dinge, die passieren in der Pause. Hinterher, das ist eigentlich das, was die Qualität eines Trainings ausmacht. Und genau das ist auch der Grund, warum ich mein Flirtseminar nicht auf Hybrid übertrage. Du gibst ein Flirtseminar? Ja. Echt? Am 4. und 5. Das hast du noch gar nicht gesagt, ne? Ja. August. Stimmt. August. Hier. Aber nur live. Nicht ohne Hybrid. Zoom, weil diese Gruppenenergie, das... Mit Zoom, ich gebe dir recht, das ist eine wunderbare... Und was in der Jablonski-Straße geschieht, bleibt in der Jablonski-Straße. Ja. Ne? Das ist ganz wichtig. Deswegen, ich mache das nur live und nur hier vor Ort. Weil der Zoom ist ja auch live. Zoom ist ja auch live. Ja, aber ohne diese... Nee, ich glaube wirklich, dass es mehr und mehr darauf hinausläuft, dass wir viele Dinge online anbieten, diese kleinen Sachen, Webinare, auch mal eine Übungsgruppe, Podcasts, Newsletter, das mache ich ja alles sehr gerne. Ja. Aber auch auf die zum Beispiel diese Abendseminare hier, die geben keinen Sinn mehr. Aber gerade so eine Woche, die ergeben keinen Sinn mehr. Aber gerade so eine Woche, wie wir es jetzt hier gemeinsam erlebt haben, du weißt schon, dass ich Gegenbeispielsortierer bin und wenn du sagst, die ergeben keinen Sinn mehr, dass mich das zu Gedanken verleitet. Okay, das heißt, es gibt ab jetzt auch sinnlose Abendseminare von Daniel Köpp. Weißt du, was du sagen wolltest? Wer weiß. Eben. Er ist ja auch der Paganini, der Cliffhanger, haben wir jetzt gemerkt. Ne? Also wenn einer Andeutungen machen kann, bist du es. Ja, Flirten ist für mich überwiegend die Kunst der Andeutung. Flirten ist für dich überwiegend... Habe ich schon erwähnt, dass ich ein Seminar... Flirten ist für dich überwiegend die Kunst, an der Klippe zu hängen? Ja. An der Lippe. An der Klippe-Lippe. Flirten für Lemminge. Ich glaube, wir sollten einfach aufhören. Das ist das mit dem, wie war der Spruch, der hier fiel? Manche Metaphern hinken, diese ist ohne Beine geboren. Ja. Ich glaube, wir sollten einfach aufhören. Echt jetzt? Mhm. Aber das Problem ist, normalerweise am Ende eines Videos winke ich in die Kamera. Ja. Kann ich das jetzt noch, wo das ein Anker ist? Probier mal.
Tschüss.